Servus Freunde der Klemmbausteine und damit herzlich willkommen zu einem neuen Review hier bei German Brick Motion. Es ist mal wieder soweit, heute gibt es ein großes modulares Gebäude für euch und ja, wir sind weiter im Harry Potter Thema drin und sind in der Winkelgasse am Bauen im Moment. Heute gibt es vom Maud King den Joker Shop. Das ist ein gigantisch großes Set, Setnummer ist die 16041. Und es ist wirklich ein riesiges Set mit über 3.363 Teilen. Kostet im Internet so zwischen 180 und 160 Euro rum. Ich habe es für 160 Euro bei Otto bekommen. Und es ist schon wirklich, wenn dieser Karton allein schon ankommt, ist es schon so wow. Also gut, die Kartons sind alle gleich groß von den Sets. Aber das Set an sich ist rein vom Volumen und von der Masse und Größe her, finde ich, im Vergleich zu den anderen zwei, die ich bisher gebaut habe, nochmal eine Wucht. Das ist wirklich richtig krass. Also der Karton zeigt im Grunde uns hier auch schon sehr, sehr gut, was uns erwartet. Und dass dieses Set im Vergleich zu dem anderen Set besonderes Set ist. Denn modular ist in der Hinsicht nicht so ganz richtig. Denn das wird aufgeklappt wie so eine Art Puppenhaus, kann man schon fast sagen. Und das ist irgendwie richtig cool, weil dadurch sieht man da drin einfach noch viel besser, was da eigentlich los ist. Werde ich euch jetzt im Verlauf des Videos auch gleich alles noch zeigen. Auf der Rückseite, ich zeige es euch der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal, seht ihr, dass wir jetzt dann schon 3 von 4 Gebäuden haben. Nämlich einmal das Äußerste, das hier und das hier. Fehlt also nur noch das relativ Monotone, finde ich. Ich bin mal gespannt, wie der Bau wird. Ob er wirklich so monoton wird, das wird jetzt dann als nächstes gebaut werden. Kommt dann wahrscheinlich Anfang Dezember ungefähr, könnte ich mir vorstellen, das Review zu online. Ja, aber an sich auf jeden Fall ein sehr schön gestalteter Karton. Kommen wir mal zum anderen drumherum. Wir haben ein paar kleine wenige Ersatzteile dabei. Einen relativ großen Stickerbogen, muss man dazu sagen. Und ein Buch, ein Block an Anleitung, kann man schon fast sagen. 9 Bauabschnitte unterteilt, insgesamt 532 einzelne Bauschritte. Alles aber super einfach erklärt vom Maud King. Da gibt es wirklich überhaupt nichts gegen zu sagen. Und der Bau hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand, das war jetzt von den 3 Sets, die ich bisher gebaut habe, das Favorite Set. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht beim Bau. Abwechslungsreiche Bautechniken irgendwie. Also ich fand es echt cool. Ist ein schönes Set und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass Lego in diesem Jahr einen Joker Shop rausgebracht hat, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, ne? Es ist klar, wo die Reise hingeht, es ist Weasleys zauberhafter Scherzartikelladen, ist klar, nur dass halt hier die Lizenz fehlt im Grunde bei Maud King, aber am Ende des Tages ist es schon krass, wenn man sich anschaut, dass Lego einen Zauberladen dieses Jahr jetzt nochmal rausgebracht hat für 99 Euro UVP. Und das ist, ja, ich habe es noch nicht gebaut. Ich werde es mir eventuell jetzt irgendwann dann bald mal holen zum Vergleich. Das ist so ein Ding, so dünn, von hinten komplett offen, 60 Euro mehr, 2000 Teile gefühlt mehr. Ich denke, mehr braucht man dazu jetzt nicht sagen. Es ist einfach wirklich eine Wucht. Und wir werden uns das Ganze jetzt dann mal im Detail auf jeden Fall anschauen. Ich hoffe, das passt irgendwie ansatzweise auf die Kamera. Aber vielleicht mal noch ganz kurz, schon mal hier so ein bisschen aus der Ferne. Schauen wir es uns mal kurz an, hätte ich gesagt, bevor ich es dann gleich aufklappe. Also wir wechseln, glaube ich, heute nur die Kameraperspektive zum Inneren, weil es ist so gigantisch groß. Es ist auf jeden Fall richtig cool gemacht. Etwas schade, wie bei den anderen Sets auch, dass das hier vorne nicht irgendwie noch mit so einem Weg versehen ist und gefliest ist. Das werde ich aber nachholen, wenn jetzt dann die Winkelgasse komplett vereint ist, alle Gebäude zusammen. Dann werde ich hier davor noch so einen kleinen Weg machen mit Pflastersteinen und so. Irgendwie sowas in der Richtung mit Fliesen habe ich davor. Wird auf jeden Fall ganz cool werden. Wir haben hier den Joker Shop und haben hier nebendran aber tatsächlich noch so eine Art kleines, ja separates Gebäude, kann man schon fast sagen, irgendwo. Was gleichzeitig aber auch hier einen Durchgang bietet. Und da sieht man dann schon ziemlich gut, wer die Filme kennt und so weiter, weiß, wo es hier hingeht. Da geht es nämlich in diese Nebengasse, in die Noctum-Gasse. Ja, da, wo sich die bösen Magier rumtreiben. Und da soll es hier quasi hintergehen. Ist irgendwie cool gemacht, finde ich cool, dass da so ein wirklich... Man fühlt sich wirklich wie in der Winkelgasse. Dann natürlich hier oben auch noch mit diesem
kleinen, ja, ich wollte schon sagen Animatronic ist es nicht, aber mit dieser kleinen Figur, mit diesem Kopf und dem Zauberhut, das ist schon wirklich cool gemacht. Und mir gefällt persönlich einfach so dieser Kontrast hier auch von diesem ganzen Orangeton, das ist so richtig schön knallig und wirkt dadurch halt einfach, finde ich, wirklich cool, schön einheitlich. Hier sind halt vorne jede Menge Aufkleber angebracht mit diesem ganzen Wizard Shop, Joker Shop und so weiter. Das sind alles Aufkleber. Aber irgendwie muss man ja diesen Stickerbogen hier losbekommen. Aber ich finde, es ist trotzdem ja relativ human. Wir haben die Rückseite, die ist wahrlich, muss man wieder gestehen, wie bei eigentlich allen anderen Sets auch, kein Kunstwerk. Die Rückseite ist persönlich, finde ich, immer ein bisschen nicht so schön. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, aber ja, würde ich mir ein bisschen hübscher wünschen, muss ich gestehen. Aber gut, das ist halt jetzt dann einfach so, es ist ja nur die Rückseite. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen so von der äußerlichen Erscheinung? Wir haben natürlich einen Haufen Fenster drin, also wir bauen wirklich einen Haufen Fenster, jede Menge Scheiben reindrücken. Ist aber auf jeden Fall klemmtechnisch alles gar kein Problem. Also ich hatte keinerlei Probleme, dass hier irgendwo irgendwas nicht passt oder nicht drauf geht. Hat super funktioniert, Anleitung hat auch alles gepasst. Und dann, ja, machen wir mal den magischen Moment. Jetzt habe ich schon wieder quasi kaputt gemacht, kann man sagen. Nein, man muss hier nämlich kurz vorher noch dieses Teil hier oben abnehmen. Ein kleines Stück Dach muss man abnehmen, bevor man es aufklappen kann. So, und ja. Schaut euch das einfach an. Ich sage einfach gar nichts dazu. Ich denke, da braucht man auch nichts zu sagen. Was ist da denn los? Wahnsinn, oder? Krass, oder? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gigantisch. Und dann hätte ich gesagt, wechseln wir jetzt einfach die Kameraperspektive und schauen uns das Ganze mal etwas näher im Detail an. Und dann schauen wir uns doch den Joker Shop mal etwas näher im Detail an. Ich hätte gesagt, wir starten einfach mal hier rechts im Eck, nämlich da, wo man auch reinkommt. Ich zoome da jetzt mal so ein bisschen rein. Und hier sieht man, befindet sich die Eingangstür, steht gerade auch so ein bisschen halb offen. Und wenn man hier reinkommt, dann finde ich, zumindest wenn man die Filmszenen kennt, fühlt man sich schon wirklich wie im Joker Shop. Liegt einfach daran, dass man diese Treppen nach oben hat und dann diese mehreren Etagen. Und genau aufgrund dieser mehreren Etagen und diesem Rundumlauf, den man ja im Grunde dann hier auf diesen oberen Etagen dann hat, hier, da, wirkt das Ganze, finde ich, einfach gigantisch groß. Was ein kleiner, vielleicht negativer Aspekt ist, ist, dass man hier so ein bisschen die Technik Teile sieht von so einer Funktion, die funktioniert aber eh so semi gut. Ich zeige euch das jetzt trotzdem mal ganz kurz. Und zwar kann man hier drehen und dann kann sich hier oben diese Eule so ein bisschen bewegen. Allerdings funktioniert das nicht immer ganz so gut, weil das etwas ja schwierig ist. Jetzt erzählt ihr es, jetzt bewegt sie sich. Also das funktioniert nicht so ganz. Ist aber an sich natürlich eine nette Idee, dass man hier versucht hat, trotzdem irgendwie eine Funktion mit reinzubauen. Ja, können wir einfach mal kurz darüber reden, wie krass das ist. Keine Ahnung, wie viele einzelne Bauschritte da draufgegangen sind und wie viele Teile reingeflossen sind, aber es war einiges. Wie detailreich und krass ist bitte dieser Kronleuchter? Er hängt zwar nur an diesem einen Stein hier, also etwas wackelig die ganze Geschichte, muss man sagen. Aber wie geil ist das bitte? Der sieht wirklich richtig gut aus und das zeigt auch im Grunde die ganze Detailgetreue. Wenn man sich hier mal jetzt, ich zoome hier einfach mal weiter rein, anschaut, was hier alles an kleinen Details überall rumsteht. Hier Scherzartikel, Boom, irgendwas. Hier unten Süßigkeiten, hier oben irgendwelche, ja, keine Ahnung, was das sein soll, Skulpturen, Schokotrophäen, wie auch immer. Es ist wirklich gigantisch, was du hier an Detailgetreue reingebaut hast. Da hinten stehen irgendwelche zauberhafte Taschen rum. Das ist einfach richtig, richtig cool gemacht. Und das geht im Grunde ja genauso hier auch weiter in der anderen Hälfte des Gebäudes, wenn man sich das anschaut. Hier stehen jede Menge Geschenke rum, einzelne Artikel. Also man fühlt sich wirklich wie in einem Laden, in einer Ladentheke. Man hat alles voll mit Regalen. Das ist wirklich richtig, richtig cool gemacht. Und ja, hier oben ist so ein bisschen der Lost Place, kann man schon fast sagen. So wirklich viel geht hier oben jetzt nicht ab.
und hier oben im Dachboden dann auch nicht. Ist aber nicht schlimm, denn dafür ist hier in den unteren zwei Etagen im Grunde umso mehr los. Und ich finde, wenn man das einfach, also dieses Feeling, na, ich zeige euch das nochmal, dieses Feeling, wenn man das Ganze aufklappt, man wird einfach erschlagen. Das ist krass, das ist Wahnsinn, was man hier für 160 Euro bekommt. Muss man einfach wirklich so sagen. Dann der Bauspaß noch mit dazu, circa 9 Stunden Bauzeit. Es ist wirklich gigantisch geil. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt oder ob ihr selbst auch schon gebaut habt. Ich bin auf jeden Fall gehypt, jetzt dann das letzte Gebäude der Winkelgasse noch zu bauen und ja, für euch zu reviewen. Und dann wird natürlich auch noch ein finales Review der kompletten Gasse kommen. Da ja, muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Das wird kaum auf die Kamera passen. Aber das wird gigantisch, das wird toll und ich freue mich auf die nächste Zeit. Ciao, macht's gut!